Hier geht es jetzt los mit einem Wissenschaftler, der die, also der den Intellekt sozusagen vor sich herträgt und zeigt, dass Physik auch sexy sein kann. Hier ist aus Frankfurt Vince Ebert. Nightwash. Das ist ja hier. Ja, Knacki hat es ja gesagt, ich bin wirklich Physiker und ich finde es ein bisschen schade, dass wir Physiker in der Bevölkerung immer als dröge, langweilig und vor allem als unerotisch gelten. Nein, es ist ein klassisches Vorurteil, weil gerade Physik und Sexualität hängen ja ganz, ganz eng miteinander zusammen. Die männliche Erektion zum Beispiel ist physikalisch gesehen nichts anderes als angewandte Hydrostatik. Ja? Das Blut schießt ein, die Arterien erweitern sich, drücken auf die Venen und verhindern so das Abfließen. Der hydrostatische Druck hält das Ding aufrecht. Das ist wie bei dem Gartenschlauch auch. Hm? Ja. Oder die Fortbewegung der männlichen Samenzellen im weiblichen Zervixschleim. Das ist hochinteressant. Also, wenn jetzt mal so eine männliche Samenzelle hier aufzeichnet, ja? Er lacht, die hast du auch, ja? Also das ist das Köpfchen, das ist die Geißel, ja? Diese Geißel vollführt eine zweidimensionale Wellenbewegung und daraus entsteht eine resultierende Kraft F senkrecht dazu. Das heißt also, die Fortbewegung der männlichen Samenzellen in der Gebärmutter erfolgt durch viskose Dämpfung bei niedrigen Reynolds-Zahlen. Ja, ich habe das neulich mal einer Frau erklärt, die mich auf den Kaffee mit nach oben genommen hat. Ich glaube, der Kaffee steht da heute noch. Wie hoch schätzt ihr, ist die Austrittsgeschwindigkeit des männlichen Ejakulats? Einfach mal in die Tüte gebrainstormt. Einfach mal so in Stundenkilometer. Irgendwelche Vorschläge. Wie viel? 1000. 1000? Knackidäuser 1000. Das ist... Wobei, letzte Woche in Nürnberg hat jemand gesagt, 10 Liter pro Sekunde. Ja? Gut, wenn man Schlafzimmer durchkachelt, geht's, aber pff, ja. Gut, ich würde sagen, wir rechnen es einfach mal kurz durch. Ist ja schnell gemacht. Also, physikalisch gesehen ist das Ganze nichts anderes als ein vertikaler Ausstoß der Masse M mit der Geschwindigkeit V gleich V max. Ich habe jetzt einfach mal die Perspektive des Mannes gewählt. Die Frau habe ich aus Anschaulichkeitsgründen einfach mal weggelassen. Das ist bei Physikern eh näher an der Realität. Die Masse M wird abgebremst durch die Gravitationskraft F gleich M mal G. Wie groß ist G? 9,81. Äpfel, Birnen, Einheiten, Freunde, Einheiten. Meter pro Sekundenquadrat. Gravitationsbeschleunigung. Ja? Man sieht sofort, hier hilft das zweite Newtonsche Bewegungsgesetz. Einige kennen die Newtonschen Bewegungsgesetze aus dem Straßenverkehr, wo ja die Regel gilt, wer später bremst, fährt länger schnell. Ja? Ganz fundamentaler Satz in der klassischen Mechanik. Zweites Newtonsches Bewegungsgesetz. Die Kraft ist die zeitliche Änderung des Impulses. Kraft F gleich zeitliche Änderung d nach dt und der Impuls m mal v. Wie gesagt, das ziehe ich durch, ist mir scheißegal. Ja? Wenn wir die zwei Gleichungen gegeneinander einsetzen, ein bisschen umformen, dann erhalten wir für die Geschwindigkeit v von t gleich g mal t. Die zurückgelegte Strecke h max, also der höchste Punkt, also der Höhepunkt quasi, den erhalten wir, indem wir über die Geschwindigkeit integrieren. Das heißt also h max gleich Integral v von t dt gleich 1/2 g t Quadrat. Ja? Ja? Ja, sehr schön. Und er lächelt schon und denkt sich, wieso habe ich mich in die erste Reihe gesetzt? Ja? Kurze Frage, was macht ein Physiker im Swingerclub? Er rechnet mit zwei Unbekannten. Zwei
Gleichungen, zwei Unbekannte, wir können die Zeit gegeneinander einsetzen und erhalten für die Geschwindigkeit V Max gleich Wurzel aus 2 mal G mal H Max. Und das ist sehr, sehr erstaunlich, weil wir sehen, dass die Geschwindigkeit nicht von der Masse abhängt. Was viele Männer auch erleichtert. Die Geschwindigkeit hängt ausschließlich von der zurückgelegten Strecke H-Max ab. Und deswegen habe ich mir neulich mal die Mühe gemacht und in einer kleinen privaten Messreihe diese Strecke experimentell bestimmt. Deswegen auch der Begriff Messlatte. Und ich bin da statistisch abgesichert in erster Näherung auf 30 cm gekommen. Hm? Also wie gesagt, natürlich ab hier gemessen. Ja, ab hier gemessen. Wenn wir diese 30 cm hier einsetzen, dann halten wir für die Geschwindigkeit von Max gleich 8 km pro Stunde. 8 km pro Stunde, deswegen auch der Begriff Schrittgeschwindigkeit. Ja? 1000 km/h, Knacki. Das ist. Da wäre H Max geschätzte 15 km. Ja? Das führt ganz schöne Einschusslöcher in der Decke geben. Ja? Sag mal, habt ihr Stuck seit neuestem oder was? Ja? 8 km/h, das ist nicht viel. Ja? Für Fernbeziehungen komplett ungeeignet. Also ihr seht, man kann auch mit der Physik sehr, sehr viel Spaß an der Sexualität haben. Und deswegen mein Tipp, wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dann erweitert euer Liebesleben. Baut vielleicht auch so einen Flipchart ins Vorspiel mit ein. Fesselt eure Frau, eure Freundin ans Bett, rechnet's kurz durch. Und spätestens dann werdet ihr erkennen, Physik ist sexy. Dankeschön.